Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Rescue-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Frei Zockt Rescue HQ. In der letzten Folge war ich echt ziemlich genervt. Ich bin mal gespannt, wie das die Folge ausgeht. Noch im Pausemodus befindlich, gucken wir gerade mal durch, was wir hier noch machen können, machen müssen, reparieren müssen, einrichten müssen, gucken müssen, machen müssen, tun müssen. Ja, weil alles hier ist müssen und vor allem immer alles ganz schnell und ganz viel. Und das hat mich vom letzten Mal so ein bisschen auf die Palme gebracht, weil zu viele Aufträge reinkamen. Wir haben 3 Bewerber. Direkt mal gucken. Ja, Nachtdienst hier. Dann haben wir hier einen, da würde ich auch sagen Nachtdienst. Und dann haben wir hier noch einen, wo ich auch sagen würde Nachtdienst. Solange wir einstellen können, stellen wir ein. Ist mir mittlerweile ziemlich wurscht. Und dann lassen wir die Leute mal laufen und dann heißt es hier Aufträge. Und das ist sogar ein Auftrag, den wir machen könnten, wenn wir das Leiterwagenfahrzeug da hätten. Was wir nicht haben. Gut. 2 und 4. Machen wir es so. Dann haben wir sogar 2 zu viel. Alter Schwede. Das wird ja immer wilder. So, machen wir 2 und 4 hiervon. Dann nehmen wir ein Löschfahrzeug, was nichts bringt. Dann nehmen wir ein Leiterfahrzeug. Da haben wir 4 Plätze frei. Dann können wir hier 4-mal Lufttank reinpacken. Sind wir schon bei 62%. Dann gucken wir mal hier rein. Brauchen nur einen einzigen Punkt. In einem Krankenwagen. 87% reichen mir. Man darf nicht mehr so wählerig sein. So, dann brauchen wir hier Waldbrand. 3, 5, 7, 9. Plus ein 2er Wassertank. Puh. Nehmen wir den. So, was haben wir hier? So, 4, 8, 10 Wassertanks, 8 Lufttanks, sind wir schon bei 49%. Nicht die hier alle mit dazu pack. Kommen wir auf 88%. Go. So, und da ist eine Mission fertig. Da kommen Leute zurück. So, das hier müssen wir reparieren. Das hier hinten müssen wir reparieren. Gibt es hier Dinge, die wir reparieren müssen? Scheinbar nicht. Hier Dinge, die aber auffüllen müssen oder reparieren müssen, scheinbar auch nicht. Jo, dankeschön dafür. Hier scheint auch alles zu passen. So, die Aufträge kommen wieder zurück. Das ging relativ schnell diesmal. Können wir wieder alles in die Reparatur geben und dann kriegen wir wieder 3 neue Aufträge. Ach ja. Ich bin froh, wenn die 5 Wochen rum sind und wir ins freie Spiel kommen. Weil ich im freien Spiel dann sagen kann, Mission beendet, ich kann das Let's Play beenden. Wenn es mir auf den Keks geht. So, das hier können wir machen. Für Industrie, da haben wir eigentlich ein Fahrzeug für, was wir aktuell nicht verwenden können, weil es nicht da ist. Wir brauchen nur für 3 Leute ein Fahrzeug. Es braucht keine Wassertanks. Das ist interessant.
Wir nehmen den und den. Dann haben wir hier drei. Dann können wir hier ein viertes hinzufügen. Dann können wir noch eine Drohne dazu packen. Und dann können wir noch das hier dazu packen. Dann sind wir schon relativ gut dabei mit 83%. Wir haben noch Platz. Wir können noch Leute einladen. Machen wir es doch so, haben wir 95%. Es bringt auch nichts, irgendwie einen weiteren einzupacken. Was fehlt, ist noch eine Drohne. Okay. Und was haben wir hier? 2, 4. Irgendwas, wir sind schon bei 5. 8. 9. Hört sich doch gut an. Plus ein 4er Wassertank. Da haben wir ein 3er. Da sind wir ordentlich mit dabei. So, was haben die Jungs hier? Das bringt alles nichts. Und irgendwas, was 4 Leute befördert, nehmen wir einfach den hier. So, und dann geht's wieder ab durch die Mitte. Und dann haben wir Schichtwechsel, das trifft sich gerade gut. Weil somit intern vieles bearbeitet wird und die Leute sind ja auf Tour gerade im Moment. Das heißt, dann alle, die jetzt reinkamen, sind praktisch Überschuss zu den laufenden Missionen. Was uns hier natürlich Vorteile bringt, weil es jetzt hier vorangeht. Wir müssen hier wirklich mal gründlich, kann man schon fast sagen, durcharbeiten. So, was haben wir hier? Den in Nachtdienst. Wir sind schon im Nachtdienst. Dann den in Tagdienst, den in den Nachtdienst. Und den hier in den nächsten Tagdienst. Da kann er anfangen. So, was wollen die hier von uns? Maschinengewehre brauchen wir. Auto brauchen wir. So, sieht gut aus. Go. Dann brauchen wir hier so einen Seuchenschutzmensch. Mit ein paar von denen gibt das ziemlich schnell ganz schön was her. Da haben wir sogar schon zu viel Personal und sind bei 111%. Ich würde sagen, 99 reichen uns fast. So, das hier ist gut, das hier ist gut. 8 Feuerlöcher. Seuchenschutzanzug. Das ist Seuchenschutzanzug. Das packen wir mit ein. Ich bin echt gerade am Überlegen, was wir noch einpacken können. Was uns hier noch Boni bringt, dass wir nicht ganz so ablosen hier. Aber so viel gibt's nicht mehr. Müssen wir wohl durch. Ach du lieber Himmel. So, davon 6. Dann hier von 6. Dann brauchen wir 2 davon. So viel wie es geht hiervon. Dann am besten die hier und das hier. Das stimmt nicht. Biogefährdung. Ja, aber Biogefährdung... Was können wir denn hier bauen, was Biogefährdung hat? Können wir doch gar nichts bauen, oder sehe ich das falsch? So, ich habe so viel Cops reingepackt, wie es ging, plus die 2 Dinger hier noch. 85%.
Ja, dann sind sie fast wieder alle on Tour und zu Hause geschafft wird wieder nix. Es ist echt faszinierend, wie die mich leersaugen jedes Mal mit ihren Aufgaben. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aufträge parallel laufen. Die Hitzewelle, die hier kommt, die wird ihr Übriges tun. Da brauchen wir Harzuntersuchungsstationen eigentlich hier drin, die wir nicht haben. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze uns Probleme bereitet. Oder eben nicht. So, ich kündige schon mal vorneweg an. Ich habe eben schon ein ganz kurzes Video gemacht mit ein paar 20 Minuten. Für Kerbal Space. Auch hier werde ich wahrscheinlich heute nicht lange durchhalten. Weil es ist hier im Büro, wo ich sitze, einfach immer noch viel zu warm. So, wir müssen alles reparieren. Oh Gott, das ist aber auch ein Elend hier. So, die hier befragen. Das hier reparieren. Ansonsten haben wir alles, oder? Es läuft. Schläuft. Okay, es wird mal wieder Zeit. Auf dem Ruf aufbauend. In eine Reorganisationsphase zu gehen. Und einfach mal alles abzukanzeln, was jetzt reinkommt, weil wir haben hier einfach viel zu viel intern zu tun. Wir können es uns nicht erlauben, jetzt so viele Leute wegzuschicken, weil die hier, die schleichen alle durch die Gegend, sind alle beschäftigt, nur nicht mit Arbeiten. Und wir müssen warten, bis die wieder ein Level erreicht haben, wo die anfangen, hier den Kram zu reparieren oder hier die Sachen abzuarbeiten. Weil anders kommen wir auf keinen grünen Zweig hier. Ich kann mir nicht helfen, aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, das hier muss zuerst alles abgearbeitet werden. Dass wir hier wieder auf ein normales Level kommen. Weiß ja auch nicht. Vielleicht ist ja auch ein Denkfehler. Vielleicht kommst du in diesem Spiel auch nie auf ein normales Level. Vielleicht ist es so konzipiert, dass du permanent nicht auf dem Optimum unterwegs bist. Vielleicht gibt es hier auch gar kein Optimum. Vielleicht gibt es hier nur ein Überleben. So nach dem Motto, das oberste Ziel ist Überleben und wir haben dir ein paar Tools an die Hand gegeben. Die Natur selbst scheint manchmal gegen uns zu arbeiten. Der Wetterdienst gab Warnungen vor schweren Waldbränden. Oh Gott. Ja, die Hitzewelle bringt auch noch Waldbrände. Ich bin hellauf begeistert. So, das hier muss repariert werden. Das hier muss repariert werden. So, aber es geht voran hier, intern. Ich meine, ich nutze ja alles, was sie mir zur Verfügung gestellt haben. Ich habe bisher noch nichts irgendwie beschissen, ja? Ich nutze halt meinen Ruf, den ich habe. Einfach für Dinge wie Aufträge abwehren. Hört sich jetzt bescheuert an, wenn ich das so sage. Bei der Polizei kann man sogar keinen Bewerber mehr einstellen. Ja. Wo haben wir den Raum? Versorgungsraum. Polizeispind. Jetzt geht das wieder los.
Was geht jetzt wieder los? Genau, das Geruckels geht jetzt wieder los. Ich hoffe, das sind alles Polizeispinter, sonst kriege ich Zustände. So, und jetzt müssen wir den Bewerber hier auch einstellen können. Für die nächste Nachtschicht. Wir stellen alles ein, was geht. Übrigens, wir haben gerade den Punkt erreicht. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier 300 platt. Einfach, dass wir die 300 los sind. Und dann gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas freischalten können, was irgendwie einen Sinn ergibt. Im Büro gibt es nichts mehr. Da noch die Taucherstaffel. Unterwasserrettungsstaffel. Wo bauen wir die noch hin? Jetzt habe ich alles zugekleistert. Und wenn das Menü auf ist und ich Kram freigeschaltet habe und ich zu weit rausgezoomt habe, dann kriege ich immer wieder die gleiche Meldung. Zu niedrige Frames. Als hätte ich irgend so einen Gurkenrechner. Echt, das geht? Drehen, drehen. Scheiße, das ist alles scheiße. Oh Mann. Wo haben wir's? So, wir machen das einfach so. Nehmen das Taucherequipment und basteln das einfach hier rein. So, Thema durch. Dann können wir eventuell sogar noch das hier nehmen. Uns hier daneben stellen. Dann haben wir hier noch einen Gang frei und können hier noch Spinte anbringen. Wenn wir das wollten, können aber auch alles hier noch ein bisschen kleiner machen, weil unsere Autos, die stehen hier. Die brauchen den Platz nicht. Können wir die Garage ein bisschen verkleinern, haben wir hier ein bisschen mehr Platz. So, lange Rede, kurzer Sinn. Können sie wieder loslegen. Wir haben noch 1000 Rufpunkte, um irgendwelche Aufträge abzuwehren, die wir nicht machen wollen. Und wir haben so viele Punkte abgebaut, dass wir auch das hinkriegen. So. Fahren wir den Auftrag oder fahren wir den nicht? Ich würde sagen, wir können den fahren aufgrund der Tatsache, dass wir alles hier haben, was wir brauchen. Und mit relativ wenig Personal um die Ecke kommen müssen. Und wie sieht es hier aus? Das ist ja noch einfacher. Das reicht schon. Brauchen wir gar nichts anderes mehr mitschicken. Wichtig ist, dass wir hier Personal frei haben. Die müssen das dringendst abarbeiten, was wir hier rumliegen haben. Und hier sitzen schon wieder keine Leute an den Schreibtischen, die wir brauchen. So, da fängt wieder einer an. Das ist gut. So, es geht voran. Toilettenkrise. Ernsthaft schon wieder? Was müsst ihr auch alle immer am gleichen Tag zur gleichen Zeit scheißen gehen, ey? Es ist lächerlich irgendwo. Also ganz im Ernst, das ist irgendwo lächerlich in meinen Augen.
Jetzt werdet ihr euch fragen, warum findet ihr das jetzt lächerlich? Und dann sage ich euch ganz einfach, weil es keinen Sinn ergibt. In der Realität hast du Betriebe mit 100 Mann, die haben 4 Toiletten auf dem Stockwerk. Da gibt es auch keine Toilettenkrise. Hör einfach mal zu jetzt. So, das hier müssen wir reparieren. Das hier müssen wir reparieren. Was wollen die denn? Den Auftrag, das ist so 1:1 der Auftrag, den wir eben hatten. Oder sehe ich das falsch? So, die hier sollen arbeiten jetzt gefälligst. Hopp, macht hin. Arbeitet mal ein bisschen Papierkram weg. Wir haben noch 43 von 76 Schreibarbeit. Was wollen sie denn? Ein Waldbrand. Wir haben gerade keinen Waldbrandexperten da, glaube ich. Schon fast. Das reicht. So, was haben wir hier? 2er Wassertank und 9 Feuerwehrleute. Oder 9er Stärke zumindest. Auch Waldbrand. Problem ist, ich muss ein ganzes Auto mitschicken. Wenn ich das will und wenn ich das Auto dann für was anderes brauche, kriegen wir ein Problem. So, und hier, die sollen arbeiten. Darum geht's mir. Das ist mir das Allerwichtigste, dass die arbeiten. Weil dadurch werden hier die Fälle bearbeitet, wenn die hier Platz schaffen. So, wir haben irgendwelche verletzte Crew. Die wir ja wahrscheinlich sogar selbst bearbeiten könnten, wenn wir wollten. Aber das kriegen sie ja nicht hin. Wir haben zwar hier eine Arztpraxis und alles, aber die verletzten Feuerwehrleute werden nicht repariert. Die werden nicht geheilt. Da geht nichts voran. So, einer Tagdienst, einer Nachtdienst und den Tagdienst. Reparieren, reparieren. Reparieren, reparieren. Ja, schon wieder Aufträge. Ja, ich habe so das Gefühl, du kriegst keinen Fortgang vor lauter Aufträgen jedes Mal. So, das hier, das ist doch exakt das, was wir gerade schon mal hatten, oder sehe ich das falsch? Und das ist jetzt nochmal exakt das gleiche, hm? Nee. Ach, das ist doof.
So, die Leute kriegen wir unter. So. Komm schon. Mach hin. Die Hitzewelle kriegen wir auch noch rum hier. Das ist halt für mich der Lacher schlechthin, ja. Wir haben eine Küche, die ist voll mit Personal. Wir haben ein Badezimmer, das ist voll mit Personal. Gearbeitet wird nichts. So, was will der? Das ist exakt der Auftrag, der gerade unterwegs ist. Den geben wir einfach mal ab. Habe ich jetzt keine Lust drauf. So, jedes Mal werden wir wieder reingebremst. So, das Werkzeug ist beschädigt, das können sie reparieren. Das hier können sie mal reparieren. Dann ist Schichtwechsel und den Schichtwechsel nutzen wir, um hier Pause zu machen. Uns das Ganze mal von der Entfernung anzugucken und zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und beim nächsten Mal versuchen wir, die Woche 5 zu erreichen und hier diesen ganzen Hitzewelle-Krams durchzukriegen. Ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr Krankenaufträge sind, weil hier steht, Harzuntersuchungsstation wird verlangt. Wir haben aber nur Feuerwehreinsätze von Waldbränden. So, ja, und da brauchen wir Feuerlöscher und jede Art von Crew für eine Ökoterroristengruppe, die geschworen hat, irgendwie einen Nukleartransport zu behindern. Bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Vermutlich brauchen wir dafür dann Polizei ohne Ende, ja, die den Transport schützen soll. Oder so. Also das ist das, was ich an diesen Beschreibungen auch teilweise nicht verstehe. Ja, hast Hitzewelle und dann hast du nur Waldbrände, obwohl du eigentlich laut dem Ding Harzstationen aufbauen sollst. Ist alles ein bisschen irreführend in meinen Augen. Aber gut, ich meine, so ist es ja auch in Realität. Ne? Da heißt, es wird eine Hitzewelle erwartet, die Krankenhäuser bereiten sich vor, dann gibt es Waldbrand nach Waldbrand nach Waldbrand und dann keiner kriegt einen Ohnmachtsanfall. Ja? Und dann hast du nur Brandopfer oder Feuerlöscheinsätze. Es ist ja schon Realität irgendwo. Na gut, wie auch immer. Ich bin hier raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.